Willkommen zu dieser ersten Sitzung der Woche der Lehre. Wir hatten in den letzten Jahren ja einen Tag der Lehre immer wieder. Und letztes Jahr kamen Ivo und Matthias auf mich zu und meinten, es wäre doch super, wenn du das organisieren könntest dieses Jahr, also das nächste Jahr 2021. Und so bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen und habe jetzt in diesen tollen Covid-Zeiten die Ehre, einen Tag der Lehre zu organisieren. Und wie machen wir das? Geschickt, wenn wir keine Präsenz haben können und nicht den tollen Austausch, den wir in den letzten Jahren einfach in der Präsenz immer hatten. Also haben wir uns kurzfristig entschlossen, wir gehen auf Webinare. Wir haben heute einen Beitrag aus einem DFF-Projekt, das ich zusammen mit der Ingrid Kupser durchgeführt habe. Und sie kann leider heute wegen Prüfungen am Departement P nicht hier teilnehmen. Deshalb übernehme ich den Präsentationsteil. Und wir gehen dann weiter morgen mit Marco Specht von der TU Delft, der die Erfahrungen vom Campus in Delft, wie dort mit dem Lockdown umgegangen wurde und insbesondere auch die Versprechung der Digitalisierung, was dort die Herausforderung war. Am Mittwoch haben wir frei. Am Donnerstag spricht Ma St. Augustin und sie wird uns über MOOCs und die Implikationen für die Lehre während Covid daraus berichten. Und am Freitag haben wir dann Fabian, der von der Uni Frankfurt bzw. vom TIPF in Frankfurt uns über Assessment-Technologien über und natürlichsprachige Lehrleistungsnachweise auch etwas erzählen wird. Heute, wie gesagt, geht es um ein internes Projekt, das vom DFF, vom Digital Future Funds der ZHAW gefördert wurde und gemeinsam am Departement N, also bei uns, hier am LSFM und am Departement P bei den Psychologen durchgeführt wurde. Der Titel: Digitale Lehre jenseits von Zoom und Moodle an der ZHAW. Und das Projekt ging ursprünglich darum, dass wir hergehen sollten und wollten Prototypen entwickeln in einem Design-Based Research-Ansatz. Und haben uns daraus gehend verschiedene Fragestellungen überlegt. Und nach und nach hat sich das in der Pandemie zu verschiedenen Fragebögen entwickelt. Und wir haben da auf der Basis ein paar Ergebnisse generiert, insbesondere auch Tools, die ihr dann in eurer Lehre anwenden könnt. Und die Ergebnisse will ich euch berichten heute. Also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an ZHAW Digital und dem ZHAW Digital Futures Lab, die dieses Projekt überhaupt ermöglicht haben, sodass wir heute was erzählen können. Das Projektteam besteht aus Ingrid Kupser vom Departement P, Daniel Balker vom LSFN und Delia Hobel. Auch vom Departement P und meiner Wenigkeit. Und wir haben gemeinsam dieses Projekt durchgeführt. Das Projekt hatte zwei Teile, weil wir vergleichen wollten, wie die Situation in P ausschaut und wie schaut die Situation bei uns am LSFM aus. Und deshalb haben wir uns entschieden, gemeinsame Sache zu machen, weil wir eigentlich an gemeinsamen Themen auch arbeiten. Was ist und war unsere Motivation? Wie sind wir gestartet? Und welche Forschungsfragen ergeben sich daraus? Das ist so der erste Teil. Wir werden dann weitergehen und uns die Ergebnisse unserer Aktivitäten anschauen und zu guter Letzt die Tools, die daraus entstanden sind. Also, Thema ist Digitalisierung. Klar, Digital Future Funds ging es darum, Anfang des Covid-Lockdowns Strategien zu entwickeln, wie man mit digitalen Technologien diese Krise am besten überwinden kann. Und eine Frage speziell zur Digitalisierung an Hochschulen war die, dass Digitalisierung immer einen sehr starken technischen Fokus hat. Aber jetzt im Covid-Lockdown, in den mehreren Covid-Lockdowns, die wir hatten, steht immer mehr im Vordergrund der soziale Aspekt, der prozedurale Aspekt und das Organisatorische. Und dazu gibt es relativ wenig Daten, insbesondere in Bezug auf die digitale Lehre. Das heißt, wir wissen sehr viel über digitale Lehrtools und relativ wenig
über die Situation, in denen diese Tools digitalisiert werden, insbesondere hier bei uns an der Hochschule. Häufig wird gefragt, ja, macht man das? Wie ist der Workload? Überlegen kommen daraus? Und was fehlt, sind eigentlich Daten, die uns etwas über das Kompetenzniveau der Dozierenden erzählen. Und es gibt sehr, sehr wenig Daten, die uns über die zeitlichen Bedingungen der digitalen Lehre Auskunft geben. Ja, also es wird immer wieder angenommen, dass digitale Lehre ist eigentlich von Woche 1 bis Woche 14 immer das Gleiche und dann hinten dran kommt ein E-Assessment und das war's dann. Und das sind sehr technische Elemente. Und aus der eigenen Erfahrung wussten wir, okay, so funktioniert digitale Lehre nicht. Wir haben immer wieder Verschiebungen in den Aktivitäten, verschiedene Rollen, verschiedene Kompetenzen von uns werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten gefordert. Und Informationen darüber, wie es bei den Kolleginnen und Kollegen ausschaut, gibt es eigentlich in der Form nicht. Und es gibt auch keine Studien dazu bisher. Also etwas, was wir angehen wollten, war eben auch die zeitlichen Bedingungen der digitalen Lehre so ein bisschen mitzuschneiden. Und was es bei uns an der ZHAW auch nicht gibt, sind departementübergreifende Daten, die wir vergleichen können, wo wir Rückschlüsse ziehen können und von denen wir untereinander lernen können. Dazu gibt es viele Pilotstudien, die schön präsentiert werden, aber relativ wenig Daten über die Aufnahme der Technologien, über die Arbeitsweisen der Leute mit den Technologien und so weiter. Und wenn es die Daten gibt, dann stehen sie uns Wissenschaftlern nicht zur Verfügung. Ja, und der letzte Schritt war eigentlich, dass wir ergänzende Tools für die Lehre brauchen, damit wir attraktive und interessante Lehrangebote für unsere Studierenden jetzt auch in Covid-19-Zeiten attraktiv an die Frau und an den Mann bringen können. Das war so die Motivation, von der wir gestartet sind. Und jetzt schauen wir uns an, wo wir hingekommen sind. Und wir haben versucht, mit existierenden Frameworks zu arbeiten. Das erste Framework ist das DigiComp Edu Framework. Das ist ein Kompetenz-Framework. Zu den Tools komme ich gleich. Ein Kompetenz-Framework, mit dem wir abbilden können, auf welchen Niveaus digitale Kompetenzen unterwegs sind. Das entspricht ungefähr für digitale Kompetenzen dem Sprachenpass, der weit verbreitet ist, der von A1 bis C2 geht und dort von Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben und so weiter entsprechend die Sprachniveaus abbildet. Und es wurde am Joint Research Institute in Sevilla wurde versucht, dieses Konzept auch auf digitale Kompetenzen im Bildungsbereich umzulegen. Und daraus sind im Prinzip drei Hauptgruppen entstanden, nämlich die Dozierendenperspektive, die didaktische Perspektive und die Lernerperspektive. Und dort gibt es im Prinzip sechs Kompetenzcluster. Das eine ist einmal die digitalen professionellen Kompetenzen der Dozierenden, dann die Kompetenzen, digitale Lernressourcen zusammenzustellen, erstellen zu können, zu arrangieren und so weiter. Dann die digitale Didaktik, das ist hier oben der Teil 3, dieser blaue Bereich. Das Überprüfen von Leistungsnachweisen mit den verschiedenen Komponenten dazu. Und dann die Motivation, die digitale Motivation von Lernern, dass sie befähigt werden, im digitalen Umfeld besser lernen zu können. Und zu guter Letzt gibt es die Kompetenzen, um die digitale Fähigkeiten der Studierenden auch zu fördern. Ja, also wie unterstützen wir diese Art der Kompetenzentwicklung? Und das ist nicht das ganze Framework. Zu jeder dieser sechs Kategorien gibt es noch jeweils sechs, sieben Unterkategorien, die dann weiter aufgeschlüsselt werden. Und das Prinzip hier ist, dass man wirklich ein differenziertes Abbild der verschiedenen Kompetenzen auch generieren kann. Das zweite Framework, was wir verwenden, ist von Osterwalder et al., das sogenannte Value Proposition Canvas, wo es darum geht, dass man Produkte und Benutzerperspektiven zusammenbringt, um in einem designorientierten Prozess neue Lösungen zu entwickeln, Schlüsselelemente identifiziert, sie nennt es dann Pain Relievers und Gain Creators erstellen kann, sodass man
wirklich auf die Benutzer beziehungsweise bei Osterwalder, weil da heißt das Kundenbedürfnisse besser eingehen kann. Und die Benutzer in unserem Fall sind die Dozierenden. Ja, also welche Situation stellt sich uns Dozierenden in der Lehre während Covid-19 und welche Tools und Services brauchen wir eigentlich, um diese Lehre auch durchführen zu können? Das sind die beiden Frameworks, die wir in unserem Prozess verwenden. Und wir haben methodisch, sind wir vorgegangen und haben uns angeguckt, wie können wir diese zwei Frameworks für eine designorientierte Forschung hernehmen. Designorientiert zur Information, kennt vielleicht nicht jeder. Da geht es darum, dass man hergeht und sich überlegt, dass man mit existierenden oder noch zu entwickelnden Designs arbeitet. Das können Webseiten sein, das können Materialien sein, das können neue Produkte sein. Und begleitend zu dieser Entwicklung führt man Forschung durch. Das heißt, wir haben hier ein exploratives Tool, mit dem wir uns herantasten, wie wir mit neuen Technologien arbeiten, wie wir diese verbessern können und die Technologien dann auch sukzessive weiterentwickeln, sodass wir mit der Zeit bessere Produkte generieren können und das Ganze evidenzbasiert auch begründen. So, und unser Zugang war, dass wir Lerntagebücher verwenden. Also zur Erinnerung, uns hat interessiert, vor allen Dingen auch interessiert, wie ist der zeitliche Verlauf, wie ist der Prozess der Kompetenzen, die gebraucht werden im Semesterverlauf. Gibt es dort Verschiebungen, gibt es dort Rhythmen, gibt es wiederkehrende Themen? Und wir haben uns überlegt, ja, okay, eigentlich kann man das am besten mit einem Konzept der Lerntagebücher erheben, indem wir einfach die Dozierenden mit einem ganz, ganz kleinen Fragebogen fragen. Was macht ihr so von Woche zu Woche? Was war diese Woche wichtig? Welche Tools habt ihr eingesetzt? Welche Herausforderungen gab es auf der didaktischen Seite und so weiter und so fort? Also sehr, sehr kompakt. Der ganze Fragebogen hat vier Fragen gehabt mit insgesamt, hier sieht man das sehr schön, insgesamt 10 Antwortmöglichkeiten, die sehr schnell klickbar waren, sodass die Tagebucherstellung kein wahnsinnig komplexer Task in dieser eh schon stressigen Zeit gewesen wäre. So, was haben wir gemacht? Wir haben eine Statuserhebung gemacht, um mal eine Baseline zu generieren. Und bei der ging es darum, wie war eigentlich die Nutzung von digitalen Lehrmitteln in der Zeit vor dem Lockdown? Im Verhältnis zu dem, was ist jetzt die Herausforderung in den ersten Wochen des Lockdowns gewesen? Was sind die Tools, die dann verwendet wurden? Ja, das ist so quasi unser Pre-Test gewesen. Dann hatten wir vor, die Lerntagebücher zu verwenden auf Basis der Experience Sampling Methode von Larson und Csikszentmihalyi. Das kommt aus der Motivationsforschung und ist eine Möglichkeit, wie wir empirisch auch Entwicklungsverläufe und Rhythmen im zeitlichen Kontext auch festhalten können. Hat nicht ganz so gut funktioniert, sage ich gleich mal vorneweg. Gibt verschiedene Gründe, warum das so war. Und deshalb haben wir uns entschlossen, beim zweiten Lockdown, okay, jetzt haben wir die Chance, dass wir den ganzen Prozess nochmal verlängern und fragen die Kolleginnen und Kollegen noch einmal im Departement N und Departement P, was ist eigentlich die Situation jetzt zum Beginn des Septembers haben wir gefragt, was ist die Situation jetzt kurz vor dem zweiten Lockdown? So, was haben wir gemacht für die Tagebücher und für die Fragebögen? Wir haben alles im Moodle erstellt. Das heißt, die Fragebögen gab es als Moodle-Kurs, das Abhaken der Einverständniserklärung, die von uns gefordert wurde, war in dem Moodle-Kurs drin und eben auch diese Lerntagebücher, die man rhythmisch dann befüllen konnte und auch für sich als Notizblock dann auch nutzen konnte, um zu rekapitulieren, was passiert. Also es war nicht etwas, wo wir einfach die Daten eingesammelt haben und die Teilnehmenden konnten dann nicht mehr sehen, was passiert, sondern die Materialien standen immer noch allen zur Verfügung. Das Einzige, was blöd war, war, dass wir manuelle Erinnerungen setzen mussten
Und dort sage ich gleich was dazu, was dort das Pro wie dort das Problem das zu einem Problem werden konnte. Aber vorab kurz zu den Teilnehmenden. Wir hatten für die erste Befragung einen Pretest, beim Pretest 27 Rückmeldungen, die wir bekommen haben aus beiden Departementen. Ich gebe gleich noch eine Aufschlüsselung. Für die Tagebücher hatten wir 12 Teilnehmende, die sich zurückgemeldet haben und 7 aktive Teilnehmende, die mehr als einen Beitrag geschrieben haben. Das heißt, wir hätten theoretisch 20 Einträge zur Auswertung gehabt. Und das ist natürlich für einen Zeitraum von fast 28 Wochen, ist das zu wenig, um mit der Experience Sampling Methode zu arbeiten. Und deshalb mussten wir die Lerntagebücher dann im Prozess als Design-Tool verwerfen, weil wir tatsächlich nichts zum Auswerten hatten, um eine empirische Validität auch zu erzeugen. Bei der zweiten Befragung hatten wir einen Rücklauf von immerhin 17 Teilnehmenden nochmal zum zweiten Lockdown. Und was das zeigt, ist, dass es keine repräsentative Umfrage ist, sondern ein Stimmungsbild der Teilnehmenden in der Situation dieser beiden Lockdowns, sodass wir ein Gefühl dafür bekommen, wo könnte der Hase hinlaufen. Was interessant ist, ist bei diesen Teilnehmenden, die sowohl im ersten Durchlauf als auch im zweiten Durchlauf mitgemacht haben, ist das, dass der überwiegende Teil sind eigentlich die typischen Verdächtigen, wenn es um die Digitalisierung an den beiden Departementen geht. Das sind unsere Aktivisten, was Digitalisierung angeht. Und deshalb ist es vielleicht nicht repräsentativ, aber es gibt ein Stimmungsbild dafür, womit diese Leute Herausforderungen auch wahrgenommen haben, um dann vielleicht auch in einer weiteren Folge nochmal tiefer im Departement zu gehen und nachzuschauen, was geht dort eigentlich vor und eine größere repräsentative Studie auch durchzuführen. Nun, was waren die Probleme bei den Tagebüchern? Was sie herausgestellt hat, ist, dass der Moodle-Workflow extrem umständlich ist. Ja, das merken wir in der Lehre, aber in diesem Prozess wollten wir mit einem kleinen Test wollten wir bestätigen, dass die Leute sagen, hey, cool, ich habe die Ethik und die Studiendesign-Elemente gelesen und ich stimme dem Ganzen zu. Und wenn man das anklickt, kommt man weiter und hat dann den Pretest. Und wenn man das gemacht hat, kommt man dann letztendlich zu den Tagebüchern und erhält eine Erinnerung. Und was passiert ist, dass uns die Leute schon bei diesem Einstieg, bei der Einverständniserklärung hängen geblieben sind und nicht mehr weitergekommen sind, weil sie nicht wussten, was passiert jetzt hier. Und es ist irgendwie wenig überraschend, dass unsere Studierenden damit auch straucheln, wenn sie plötzlich im Kurs an eine Stelle kommen und dann steht da vielen Dank und es gibt keine Pointer mehr auf der Seite, dass man sehen kann, wo es jetzt weitergeht. Und das war für diese Studie tatsächlich ein Bottleneck. Wir haben dann nachher in den Daten gesehen, dass die Hälfte der Leute, die sich interessiert hat, genau an der Stelle hängen geblieben ist. Das zweite Problem, was wir hatten, dass Moodle keine automatischen Erinnerungen hat oder keine Erinnerung generell hat, sodass wir auch keinen Prozess im Workflow definieren konnten, dass man automatisch den Leuten den Teilnehmenden eine Information zustellt und sagt, ja, okay, wäre es Zeit, den Fragebogen nochmal auszuführen. Das heißt, die Schwelle, um das Ausführen durchzuführen, war relativ hoch und wir mussten das manuell quasi kompensieren. Und eben dieses Fehlen der automatischen Kommunikation hat dazu geführt, dass es Aussetzer gab. Das heißt, eine Woche wurde nichts gemeldet, die andere Woche kam etwas. Oder die Meldung kam verspätet, sodass es keinen wirklichen Rhythmus gab. Und natürlich hatten wir auch den Workload bei den Teilnehmern, wie wir gleich sehen werden, der auch dazu geführt hat, dass natürlich so ein Führen vom Lerntagebuch, egal wie einfach es ist, doch eine zusätzliche Belastung war. Und am Ende des Tages ist unser eigener Workload bei der eigenen Lehre um die Ohren geflogen. Und dadurch, dass wir eben keine Automatisierung haben konnten, hat das auch noch zu einer Komplikation geführt. Und was auch noch aus
der Reflexion heraus wahrscheinlich ein Faktor, der bei der Durchführung der Tagebücher gespielt hat, ist, dass das Experience Sampling eine doch recht unbekannte Methode ist. Und wenn man einen Fragebogen sieht und man hat den Fragebogen ausgefüllt und dann kommt eine Meldung, ah, jetzt nochmal den Fragebogen ausfüllen, denkt man sich meistens, ja, habe ich doch schon gemacht, spare ich mir die Arbeit. Aber eben beim Tagebuch geht man halt her und führt es regelmäßig aus. Und diese Unterschiede zwischen den Fragebögen, das war irgendwie nicht so klar. Und auch obwohl wir das Ganze kommuniziert haben, ist die Message offensichtlich nicht so gut rübergekommen. Also müssen wir dafür, wenn wir nochmal sowas machen wollen, wesentlich mehr Vorarbeit leisten und die Leute wirklich handverlesen auswählen, um sie auch wirklich auf die entsprechende Methode vorzubereiten. Kommen wir jetzt zu den Fragebögen, die wir auswerten konnten. Kurzer Überblick, die erste Befragung beim ersten Lockdown hatten wir 27 Rückmeldungen. Das waren 17 vom LSFM, davon 13 Männer, 14 Frauen und wir hatten ein deutliches Übergewicht von IAS-Mitarbeitern. Dann aus dem P hatten wir 10 Rückmeldungen und dort sieht man sehr schön, ja, am P sind nicht so viele Männer und viel mehr Frauen und entsprechend ist die Verteilung dort analog. Und das setzt sich entsprechend fort. Bei der zweiten Befragung hatten wir eine wesentlich schwächere Beteiligung am N mit 6 Rückläufen von den 17 Teilnehmern und am P hatten wir immerhin 11 Teilnehmende. Das sind die gleichen wie aus der ersten Befragung plus eine zusätzliche Person. Und auch hier spiegelt sich das Geschlechterverhältnis der ersten Befragung wider. Aufgrund der kleinen Stichprobengröße, die wir haben, können wir natürlich jetzt keine Hypothesentests hernehmen, die irgendwie auch nur ansatzweise empirisch valide wären. Das heißt, ich beschränke mich darauf, die Verteilung zu beschreiben und die grundsätzlichen Trends einmal darzulegen. Also schauen wir uns die Entwicklung der Kompetenzcluster an. Im Fragebogen war das Erste, dass wir gefragt haben, okay, welche digitalen Kompetenzen waren vor Covid-19 wichtig und welche digitalen Kompetenzen waren nicht so wichtig. Und wir haben das auf einer 10-stufigen Likert-Skala abgefragt. Das heißt, 0 war gar nicht wichtig. Dann gab es 1 für sehr unwichtig und 10 für extrem wichtig. Und das Gleiche haben wir dann gefragt, okay, na, jetzt haben wir den Lockdown. Wie wichtig sind diese entsprechenden Kompetenzen für euch jetzt? Das haben wir untersucht und das Gleiche dann nochmal bei der zweiten Befragung wiederholt. Das heißt, wir können diese Verteilung, wie die Antworten der Wichtigkeit hereingekommen sind, die können wir uns anschauen und sehen daraus einen bestimmten Trend, den man vielleicht in der weiteren Folge auch nochmal genauer untersuchen müsste. Also, wir haben hier in Rot den zeitlichen, also wir haben hier den zeitlichen Verlauf in pro Kompetenzcluster, das sind unsere 3 Messpunkte hier. Wir haben die Kompetenzcluster 1 für die eigenen professionellen digitalen Kompetenzen, 2 für Lehrmittel, 3 für digitale Didaktik, 4 für Assessment, 5 für die digitale Motivation der Studierenden und 6 die digitalen Kompetenzen der Studierenden selbst. Und hier auf der Y-Achse haben wir die Relevanz dieser entsprechenden Cluster. Was wir sehen, ist, dass vor der Covid-Zeit, dass die Streuung sehr, sehr breit war, aber tendenziell über beide Departemente diese Themen doch relativ unwichtig waren, abgesehen von der Motivation vielleicht, ne, die schon vorher bei der Teilnahme mit digitalen Tools, diese digitale Unterstützung der Studierenden schon hoch war. Aber insgesamt konnten wir sagen, vor Covid-19 waren die Kompetenzcluster sehr breit gestreut und im Mittel nicht so wahnsinnig wichtig für die Dozierenden oder für die Teilnehmenden hier in dem Fall. Das hat sich massiv gewandelt mit dem ersten und dem zweiten Lockdown. Das heißt, ab dem ersten Lockdown sind die Relevanzen dieser Kompetenzen extrem hochgegangen. Ja, das heißt, wir sind von Durchschnittswerten zum Beispiel bei den eigenen digitalen Kompetenzen von ungefähr 7 sind wir auf knapp 9 im Mittel gestiegen.
Und noch viel krasser war das bei den Leistungsnachweisen, wo wir von relativ unwichtig hoch auf absolut wichtig hochgeschossen sind. Und diese Veränderungen haben sich dann im zweiten Lockdown, also im Herbstsemester, nicht mehr verändert. Das heißt, wir bleiben, was diese Kompetenzen angeht, immer noch auf hohem Niveau. Und zur Erinnerung, der Sample ist sehr, sehr klein. Das heißt, wir haben hier keine Repräsentativität, sondern wir haben ein Stimmungsbild. Wenn wir die Departemente gegeneinander vergleichen, oben haben wir LSFM, unten haben wir die Psychologie, auch wieder im zeitlichen Verlauf, rot vor Lockdown, grün der erste Lockdown, Frühjahrssemester und blau das Herbst-Wintersemester. Und dort sehen wir, dass am LSFM waren die eigenen digitalen Kompetenzen schon vor dem Lockdown relativ wichtig für die Teilnehmenden, aber haben nochmal an Bedeutung gewonnen. Im ersten Lockdown und waren super wichtig, spätestens im zweiten Lockdown. Aber viel interessanter war es dann bei den Lehrmitteln, wo dann die digitalen Lehrmittel eine ganz neue Bedeutung bekommen haben für die Lehre. Weiter dann auch bei der digitalen Didaktik, die hat eigentlich zusammen mit dem Assessment den größten Sprung gemacht für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wohingegen dann die digitalen Kompetenzen der Studierenden und auch die Motivation ungefähr gleich geblieben sind. Ganz anderes Bild bei den Psychologen oder Psychologinnen. Dort haben wir eine sehr große Spannbreite der digitalen eigenen Kompetenzen, die dann natürlich im Lockdown, in den Lockdown-Phasen wesentlich wichtiger waren. Analog dazu, Lehrmittel hatten plötzlich eine extrem wichtige Bedeutung, die vorher in dem digitalen Format nicht so relevant waren und ganz analog zum Assessment auch. Und die Motivation und die digitalen Kompetenzen der Studierenden hatten entsprechend hohe Bedeutung. Bei den digitalen Kompetenzen der Studierenden war es so, dass bei den Psychologen vorher war das eigentlich kein Thema. Und plötzlich war es wichtig, dass alle Leute in die Zoom-Session reinkamen, an die Lehrmittel herankommen, wissen, wo Moodle ist und wie das funktioniert. Und plötzlich waren alle gefordert, dort mitzugehen. Und dort ist es interessant, dass beim zweiten Lockdown die digitalen Kompetenzen wieder viel breiter gestreut waren im Empfinden der Teilnehmenden, weil offensichtlich die Sachen funktionieren und das ist jetzt alles tiefenentspannt. Und daher macht man sich nicht mehr ganz so viel Sorgen wie beim ersten Lockdown. Also, was wir gesehen haben, ist, dass die Anforderungen über alle Kompetenzbereiche gestiegen sind. Wenn wir das streng untersuchen, sind sie tatsächlich signifikant gestiegen. Also es gibt signifikante Unterschiede zwischen der Vor-Lockdown-Phase und der Nach-Lockdown-Phase. Allerdings, diese Signifikanz ist natürlich von geringer Bedeutung dadurch, dass wir so wenig Teilnehmende auch hatten. Was interessant ist, dass in beiden Departementen die Leistungsnachweise, die digitalen Lehrmittel und die digitale Didaktik den größten Sprung an Relevanz gemacht haben und auch durchgehend dann im Herbstsemester relevant geblieben sind, wohingegen die anderen Bereiche tendenziell ambivalent waren. Zum zweiten Lockdown kam dann ein arbeitspsychologisches Thema ins Spiel, wo es um den Workload, die Arbeitsbelastung und auch die digitale Erschöpfung hineinspielt. Und dort wurde gefragt, war die Überlegung von den Psychologen, dass die aufgrund der Rückmeldung, die die Kolleginnen und Kollegen im Departement gegeben haben, dass es so etwas wie eine digitale Erschöpfung gibt. Es sind so endlos viele Online-Meetings und alles ist online und man schaut nur in den Bildschirm und so weiter. Und diese Erschöpfung wollten wir messen. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir für diese zwei Faktoren, die wir nur in der Herbstsemesterbefragung, also in der zweiten Befragung, erhoben haben, ist, dass wir doch einen hohen Erschöpfungswert in beiden Departementen feststellen und auch eine hohe Arbeitsbelastung. Also der wahrgenommene Zeitdruck ist am LSFM tendenziell höher als am Departement P bei den Psychologen.
Aber die digitale Erschöpfung ist bei den Psychologinnen und Psychologen eher höher als bei uns am LSFM. Allerdings trotzdem sind wir über dem Mittelwert, über der Mittelwert der Skala. Also die 5 heißt, ja, ist eigentlich okay. Sieht der Erschöpfungszustand bei uns entsprechend aus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir genauer auch im Auge behalten müssen, wenn wir die Lehre auch optimieren wollen am Departement und uns überlegen wollen, wo stehen wir eigentlich, dass wir uns überlegen, okay, wie stehen eigentlich unsere Dozierenden da? Wie fangen wir unsere Dozierenden ab, dass wir sie nicht nach dieser Pandemie am Ende komplett verbrannt haben und wir alle am Burnout anstehen? Also das Fazit ist, die Belastung wurde als hoch bzw. als sehr hoch bewertet. Und die emotionale Erschöpfung ist in beiden Departementen hoch. Also ich finde, das ist ein Signal, dass wir dort vielleicht auch nochmal genauer hineinschauen müssten, bei uns am Departement, aber vielleicht auch am Departement P. Was ist eigentlich die konkrete Situation unter den Kolleginnen und Kollegen? Wie ist die Situation, was die Arbeitsbelastung, was die eigene Situation angeht, in dieser Covid-Zeit? So, jetzt kommen wir zur Toolbox. Was ist mit Tool gemeint? Steht im Chat. Also, unter Tools verstehen wir die digitalen Werkzeuge, die in der Lehre zum Einsatz kommen. Und wir haben zum ersten Lockdown haben wir gefragt, okay, welche digitalen Tools habt ihr eigentlich vorher in eurer Lehre verwendet? Ja, und ganz konkret haben wir dann eine Liste von Tools zur Auswahl gegeben, sodass man sagen konnte, okay, das war für ähnlich 10-stufige Likert-Skala, das war für mich wichtig, das war für mich nicht wichtig. Und dazu gehören zum Beispiel Tools wie Moodle, ja, ganz klar, aber auch Webkonferenzen wie Zoom, Videobearbeitung, soziale Medien, Online-Quizzes, ClickerUps, Teams und so weiter. Also wir haben hier eine Reihe von Tools abgefragt und dann gibt es hier noch eine Rubrik Andere. Und dort haben wir gesehen, dass eigentlich sehr viele Dozierende noch zusätzliche Tools verwenden, digitale Tools verwenden in ihrer Lehre, um fachspezifische Probleme besser abzufangen. Ja, also das ist etwas, dass wir definitiv sagen können, dass eigentlich alle unsere Teilnehmenden verwenden nicht nur die Lösung von der Stange, die wir von der Institution bekommen, sondern verwenden zusätzlich noch ein paar andere Tools, weil diese fachspezifisch dann auch relevant sind. Und wir sagen, es ist fachspezifisch, weil die Tools bei keinem der Dozenten identisch waren. Also es gab keine Wiederholung dort. Was wir aber hier sehen können, ist, dass wir unten zum Zeitpunkt vor dem ersten Lockdown und nach dem ersten Lockdown, dass wir sehen, dass der Trend zur linken Seite, also zur häufigeren Nutzung dieser Tools unter den Kolleginnen und Kollegen stattgefunden hat. Also je weiter rechts auf der oberen Leiste etwas steht, desto häufiger wurde es genannt in der Nutzung und je weiter links steht, desto seltener wurde es genannt. So, wenn wir das vergleichen, sehen wir, dass am LSFM viel mehr Tools eingesetzt wurden als bei den Psychologen. Dort sehen wir viel mehr senkrechte Linien. Das heißt, wir haben Tools, die gar nicht relevant für sie waren, die sehr selten eingesetzt wurden. Und Tools wie Folien und Handouts und Moodle, die waren eigentlich immer relevant. Was jetzt interessant ist, ist, dass hier diese Linie ganz außen, diese grüne Linie ganz rechts außen, das ist unsere Moodle-Linie. Ja? Das ist unsere Lernplattform und die war vor und nachher wichtig, haben alle eingesetzt. Und das zeigt eigentlich ein gutes Bild, dass diese Plattform solide eingeführt ist und eigentlich in der Lehre zum Standardwerkzeug gehört, das wir einsetzen. Was wir hier oben sehen, ist was wir hier sehen, ist diese rosa Linie, die wir in beiden Departementen, die von ganz unten nach ganz oben schießt, von wenig genutzt zu sehr häufig genutzt. Das sind Webkonferenzen. Früher hatten wir Adobe Connect, Switch Connect hieß es, glaube ich, offiziell. Und
Diese Plattform wurde relativ selten verwendet, weil wir die Hörsäle und Seminarräume und alles hatten. Also hatten wir das gar nicht so gebraucht. Jetzt im Lockdown war natürlich, brauchten wir eine Kompensation und entsprechend sind diese Tools viel, viel wichtiger geworden. Wobei bei uns am LSFM die Bedeutung nicht für alle Teilnehmenden gleich war. Bei uns hat ein anderes Tool stärker noch sich ausgewirkt auf der Lehre. Das ist diese grüne Linie, die man hier im Hintergrund eher so sieht. Das ist Microsoft Teams. Hier unten sieht man das. Dieses Microsoft Teams ist am LSFM wesentlich intensiver auch genutzt worden in der Lehre, als es zum Beispiel in der Psychologie zum Einsatz kam. Aber grundsätzlich können wir sagen, das Toolrepertoire und die Varianz der Tools, die in der Lehre eingesetzt wurden, der digitalen Werkzeuge, die hat zugenommen. Was sich auch gezeigt hat, ist, dass die Bedeutung der Werkzeuge sich verlagert hat. Ja, waren vorher Handouts und Folien besonders wichtig, sind heutzutage digitale Kommunikationstools wie Podcasts wichtiger geworden und auch Videokonferenzen mit den Aufzeichnungen dazu haben eine größere Bedeutung erlangt als die Handouts. Also insbesondere hier am LSFM ist die Bedeutung der Handouts tatsächlich zurückgegangen, ja, was ich interessant finde. Und wichtig ist eben, dass Videos praktisch zum Standardwerkzeug in der Lehre geworden sind in dieser Zeit. Jetzt ist es interessant zu beobachten, wird das zurückgehen? Bleibt das hoch? Werden wir in der Zukunft sicher sehen. So, weil wir aber Design Research betreiben wollten und auch unterstützende Lösungen erstellen wollten, haben wir natürlich auch nach qualitativen Rückmeldungen gefragt. Also, wie empfindet ihr diese Umstellung der Vor-Covid-Zeit in den Lockdown? Und das Gleiche haben wir dann zum zweiten Lockdown noch einmal wiederholt. Dazu haben wir das Osterwalder Value Proposition Modell hergenommen. Und dieses Modell besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Das ist die Nutzerinnenseite. Dort haben wir die Tätigkeitsfelder, was muss gemacht werden? Und was sind die Vorteile einer Lösung und was sind die Schmerzpunkte, die in diesen Prozessen für die Nutzerinnen und Nutzer zutage treten? Und auf der anderen Seite, den zweiten Teil, die linke Seite, dort haben wir eigentlich Produkte und Güter und Dienstleistungen, die für diese Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt werden, um die Tätigkeiten zu unterstützen. Und idealerweise hat man ein Mapping der Dienstleistung auf der einen Seite und der Nutzerbedürfnisse und Nutzertätigkeiten auf der anderen Seite. Und das reicht aber nicht, diese zwei äußeren Extreme zu beäugen, sondern es geht auch hier darum, dass man zum Beispiel Gain Creators aufzeigt. Wie kann ein Produkt im Prinzip die Tätigkeit verbessern, erweitern, attraktiver gestalten und Pain Relievers, also die Schmerzpunkte bei diesen Tätigkeiten, verringern. Und dort haben wir unsere qualitativen Rückmeldungen zusammengefasst und haben insbesondere die wiederkehrenden Statements, die gekommen sind, auch einmal kategorisiert. So, auf dieser Folie sehen wir die häufigsten wiederkehrenden Statements, die zum ersten Lockdown gekommen sind. Und wir sehen hier gleich, wir hatten relativ wenig Rückmeldungen, aber der qualitative Teil liefert trotzdem einen sehr reichen Fundus an Informationen, mit dem man dann auch arbeiten kann in einem Designprozess. Also was wir sehen, ist, dass auf der Jobseite, auf der Tätigkeitsseite, das sind diese gelben Bereiche, dort standen im Vordergrund Administration und Organisation von Lehrveranstaltungen. Die Moderation und Kommunikation in den Lehrveranstaltungen war ebenfalls wichtig und die Leistungsnachweise, die wir natürlich alle empfunden haben, war entscheidend, wie können wir jetzt unseren Prüfungsmodus weiter aufrechterhalten. Dann sieht man hier sehr schön, dass wir sehr viele rote Bereiche haben. Hier unten auf der Nutzerinnenseite bedeutet rot, das fällt in die Pains-Kategorie und auf der Dienstleistungsseite, das sind
Werkzeuge, Game Creators und so weiter, die nicht existieren. Und grün bedeutet, da ist etwas dort. Und auf der rechten Seite haben wir auf der Nutzerinnenseite grün bedeutet an der Stelle, das sind Gains, also Vorteile, die die neue Situation mit sich bringt. Und ich zähle das ganz kurz auf. Was wir recht interessant fanden an den Rückmeldungen, war, dass neben den Tätigkeiten, die eine stärkere Bedeutung hatten, dass durchaus positiv wahrgenommen wurde, dass dieses neue Modell mehr Flexibilität für alle Beteiligten bringt. Ja, war irgendwie wenig überraschend, wenn man sich die E-Learning-Literatur der letzten 30 Jahre anschaut, dann steht da immer mehr Flexibilität, mehr Flexibilität, und das ist tatsächlich angekommen. Und diese Flexibilität bedeutet konkret, dass auch mehr Raum für inhaltliche Vertiefungen da war. Das heißt, dass man Leute auch in bestimmte Richtungen schieben konnte, dass sie tiefer hineingehen konnten, als dass es in einer normalen Lehrveranstaltung im Hörsaal oder im Seminarraum sonst möglich gewesen wäre. Dann ein starker Gain, ein starkes Wachstum war der Zuwachs der digitalen Kompetenzen unter den Kolleginnen und Kollegen. Also nicht der Zuwachs der Kompetenzen bei den Studierenden, sondern unsere eigenen Kompetenzen haben massiv sich voranentwickelt. Und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Inhalten, das wurde auch, und der Technologie, das wurde auch sehr positiv bewertet. Auf der Negativseite waren zum einen Netzwerkprobleme am Anfang gerade eine große Herausforderung, also dass die Videokonferenzen instabil waren und sowas. Großes Problem zu den Leistungsnachweisen ist, wie verhindert man Betrug? Synchronisation von Lernaktivitäten bei der Moderation und Kommunikation war eine große Herausforderung. Und das haben wir selbst auch bei unseren Lerntagebüchern gespürt, dass eben dadurch, dass wir nicht weiter automatisieren konnten und dass das Moodle keinen leichten Prozess hat, fiel uns die Synchronisierung unserer Teilnehmenden in diesem Prozess auch extrem schwer. Und das spiegelt sich bei den Teilnehmenden ebenfalls wieder in ihren Rückmeldungen. Dann wenig Rückmeldungen von Studierenden. Man spürt die Studierenden zu wenig. Das war etwas. Fehlende Prozessdefinitionen auf Hochschulebene. Wie geht man jetzt vor? Was sind die Standardprozesse? Was sind Standardtools, die man verwendet? Das war vielen Leuten unklar, wie dann der Prozess ablaufen soll. Und ein immenser Zeitaufwand war damit auch verbunden. Und digitale Ermüdung wurde konkret mehrfach genannt. Aber was praktisch bei allen Kolleginnen und Kollegen, die hier teilgenommen haben, in der Rückmeldung stand, war, sie waren schlecht auf die Situation vorbereitet. Und nochmal zur Erinnerung, das sind nicht Leute, die jetzt alle komplett neu mit der Digitalisierung anfangen, sondern es sind alles Personen, die im Vorfeld sich innovativ im Umgang mit digitalen Lösungen in der Lehre auseinandergesetzt haben. Und auch die haben gesagt, oh Mann, es waren nicht genug vorbereitet, um uns hier mit dieser Situation wirklich konkret auseinanderzusetzen und dort auch einzusteigen. Gefordert wurde mehr Prüfungssupport, Proctoring, also Betrugskontrolle bedeutet das, Schulungen für die Mitarbeiter, was die verschiedenen Tools angeht, mehr Vorbereitungszeit für die Lehre und vor allen Dingen einheitliche Vorgehensweisen, das heißt Prozesse, wie wir im Prinzip in der Lehre arbeiten. Und ja, da fehlt es tatsächlich. Ja? Wenn man in so ein Prozesshandbuch anguckt, dann ist da so ein großer schwarze Box, die heißt Lehre, und das ist ein Block, der irgendwo kommt. Wir wissen viel besser, wie wir die Studierenden Ein- und Ausschreibungen organisieren, aber wie die Lehre funktionierte, das geht halt so. Oder? Und ich glaube, da wurde mal zumindest im ersten Lockdown sehr stark darauf verwiesen, dass es da mehr Klarheit braucht. Dann bräuchte es als Game Creator mehr Support bei der Organisation der Lehre, und zwar auf der Tool-Ebene. Das heißt zum Beispiel, dass uns die Tools besser unterstützen, zum Beispiel Gruppenarbeiten zu organisieren. Ja, das war ein Thema, das immer wieder kam. Aber positiv im Verhältnis dazu war natürlich, dass die Tools eigentlich super gut funktioniert haben, in Anbetracht dessen, dass man von 0 auf 100 im Prinzip gestartet ist. So, das ist die Situation,
nach dem ersten Lockdown. Die Situation nach dem zweiten Lockdown hat sich etwas verschoben. Wir sehen sehr viel mehr Grün. Die Situation ist viel, viel positiver in den Rückmeldungen. Was positiv wahrgenommen wurde, ist, dass der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen nach dem ersten Lockdown im Herbstsemester viel, viel besser funktioniert hat. Dass die wichtigsten Apps eigentlich inzwischen zur Verfügung stehen. Dass Fragepools die Leistungsnachweise verbessert haben. Und dass ein Schmerzpunkt im ersten Lockdown waren eigentlich die Tools. Und dort hat man gemerkt, so, dass die attraktiven Tools, die Spaß machen, eigentlich viele Hürden auch leichter nehmen lassen, weil es eben Spaß macht, mit den Tools zu arbeiten. Und dann natürlich auch positiv der Wegfall von Wegzeiten. Das heißt, wenn Studierende anreisen oder wir als Dozierende irgendwo hinreisen müssen, das war nicht mehr notwendig und das wurde sehr positiv wahrgenommen. Was weiterhin ein Problem war, waren die Leistungsnachweise. Unterstützung von Korrekturen, das ist immer noch ein Schmerzpunkt für die meisten Kolleginnen in diesem Fragebogen, wo sich mehr Unterstützung auf der Dienstleistungsseite wünschen würden, sei es als Tool, sei es als personeller Support. Wir haben neue Aktivitäten gesehen, nämlich die Strukturierung von Lehrmitteln und personalisiertes Feedback waren eigentlich die Aufgaben, die zum Herbstsemester hin eine größere Bedeutung gewonnen haben im Verhältnis zum Frühjahrssemester. Was die Vorteile waren, die die Teilnehmenden gesehen haben, war, dass insbesondere Moodle eine einheitlichere Kommunikation der Lehrinhalte ermöglicht und auch effizientere Online-Prüfungen erlaubt. Und was sehr wichtig war, ist, dass wir die reine Inhaltsvermittlung im Prinzip in die Online-Plattform auslagern können und damit mehr Raum für Diskussion und Diskurs bekommen. Wir haben dann auf den Schmerzpunkten immer noch Verbindlichkeit, sowohl bei Dozierenden als auch bei den Studierenden. Die Moodle-Oberfläche war ein großer Schmerzpunkt bei dieser Rückmeldung. Die Integration von Sitzungsaufzeichnungen, wie macht man das möglichst einfach, schmerzfrei zugänglich, dass man nicht erst hinterher wahnsinnig viel Organisationsoverhead hat. Dann fehlende Analysefunktion im Moodle. Man weiß wirklich nicht, was die Studierenden im Moodle machen. Es ist extrem schwer, super gut versteckt, dass man herausfindet, was passiert eigentlich in unseren Online-Kursen. Dazu hatten wir Mitte des Semesters ein kleines Webinar mit Daniela Lotzer, wo wir uns diese Analysefunktionen mal angeguckt haben. Und tatsächlich, sie sind so gut versteckt, da muss man irgendwie 20 Mal klicken und dreimal das Passwort eingeben, dass man irgendwo hinkommt. Und am Ende war die fehlende Anpassbarkeit von Tools und eben auch die Kommunikation von Lehrmitteln und Kommunikation. Im Moment ist Moodle so zweigeteilt. Entweder ist es ein Lehrmittel, ein Lehrmaterial oder ein Kommunikationstool. Aber so Mischform, wo wir Inhalte haben, eine kleine Interaktion haben und dann wieder in einen Inhalt wieder zurückwechseln, das ist nicht wahnsinnig gut gelöst. Also, was wir hier sagen können, ist, dass die Varianz der digitalen Tools in der Lehre zugenommen hat. Die Bedeutung der Werkzeuge hat verlagert. Die Videos haben eine größere Bedeutung bekommen und wir haben ein sehr viel differenzierteres Bild an den Bedürfnissen und Tätigkeitsfeldern, die während dieser beiden Lockdowns für uns entstanden sind. Und ich denke, mithilfe der qualitativen Rückmeldung, kann man schon sehr viel anfangen, um sich zu überlegen, wie können wir eigentlich die Werkzeuge, die uns Dozierende zur Verfügung stehen, verbessern. Und da kommen wir zum letzten Teil, nämlich die Prototypen für die digitale Lehre. Das wird jetzt sehr kompakt. Wir haben uns gefragt, okay, was können wir eigentlich mit so einem Mini-Projekt, 3 Wochen Arbeit, was können wir dort tatsächlich an Prototypen entwickeln, die zum einen für uns Dozierende direkt einsetzbar sind und eine so geringe technische Komplexität haben, dass wir nicht erst irgendwie bei IT 10 Tickets aufmachen müssen und 20 Jahre warten müssen, bis die irgendwas umsetzen. Ja, gefühlte 20 Jahre. Ja.
Und dort schränkt sich natürlich gleich mal ein, was man an Prototypen entwickeln kann. Also man kann alles Mögliche definieren, dass wir sagen, ah ja, man muss Moodle anpassen, dass da die Schalter irgendwie anders ausschauen und alles. Aber das ist alles, sind alles Fragen, die dann wieder Entwickler brauchen, die wir Dozierende nicht beeinflussen können. Und dort wollten wir weg. Wir wollen uns Dozierende befähigen, dass wir attraktivere Angebote erstellen können. Dort haben wir im Prinzip drei Hauptthemen identifiziert aus unseren Daten. Das sind die Lehrmittel, zuvorderst die digitale Didaktik und digitale Prozesse. Wir haben uns für unseren ersten Prototypen auf die Lehrmittelfrage konzentriert. Ja, und hier sehen wir, wo wir uns im Value Proposition Modell bewegen, nämlich die Strukturierung von Lehrmitteln. Das ist vom zweiten Lockdown und die Moderation und Kommunikation der Lehrmittel aus dem ersten Lockdown. Und dann die Themen fehlende Anpassbarkeit von Tools, Moodle und die Moodle-Oberfläche und Navigation. Wie können wir das irgendwie vereinfachen, attraktiver gestalten, dass eben diese Tools auch uns und den Studierenden mehr Spaß machen. Und im Verlauf des Semesters haben insbesondere Daniel und ich einige Tools auch ausprobiert in unseren Moodle-Kursen. Wie können wir im Prinzip unsere Inhalte so organisieren, dass die Studierenden sich leichter in unseren Moodle-Kursen orientieren können. Völlig unabhängig von den Lösungen, die wir vom Moodle direkt frei Haus bekommen, wie jetzt, dass wir sagen, okay, wir verstecken bestimmte Kategorien und so Zeug. Ja, wir wollten darüber hinausgehen und haben uns überlegt, okay, was können wir noch verbessern, damit die Studierenden sich leichter orientieren können, damit es attraktiver ist, mit den Moodle-Kursen zu arbeiten. Und wir haben eine Reihe von Templates erstellt, sodass wir quasi die wichtigsten Themen, diesen Einführungsblock, kompakter gestalten können, sodass man sieht, ah ja, da gibt es Ankündigungen, da gibt es Frage-Antworten, gibt es auch andere Tools, das ist ein Tool, das wir bei uns in der Lehre verwenden, dass man das sehr schön deutlich ganz nach oben legt, dass die Studierenden sofort Zugriff haben. Und dann darunter so wichtige Themen wie Lernziele, Modulbeschreibungen, Bewertungen, finden die Studierenden auch schwerer in den Moodle-Kursen, dass man da einfach direkt einen Link hat und die Studierenden kommen an die entsprechende Stelle. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Template, das werden wir, das ist noch nicht ganz fertig, das werden wir dann die nächsten Tage freischalten. Aber darunter seht ihr ein Template, das haben wir schon fertig, das ist so ein zweispaltiger Vorlage, die man in Textblöcken zum Beispiel integrieren kann. Und hier vorne sieht man eine Kommunikation zu den Videokonferenzen und hier hinten hat man dann den Link zum Meetingraum. Und eine Herausforderung, die wir gesehen haben, ist, wenn wir den klassischen Moodle-Link nehmen, also die Link-Aktivität und wir machen da einfach unsere URL rein, das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, die Hälfte der Studierenden tut sich irrsinnig schwer, diesen Link zu finden von Woche zu Woche. Und deshalb haben wir gesagt, ja, wir machen einen dicken grünen Knopf mitten auf die Seite, dass man diesen Punkt leichter findet. Und diese ganzen Konzepte haben wir so aufbereitet, dass wir das mit euch auch teilen können. Und wir haben dazu ein GitHub-Repository erstellt, Open Source. Jeder ist eingeladen, mitzuarbeiten. Hier sieht man die URL: github.com/dxiai. Das steht für Daten und Informationen und slash Moodle Content Templates. Das ist unser Open Source Repository, mit dem wir arbeiten, wo wir diese Templates euch zur Verfügung stellen. Dort kann man hergehen und sich die Schnipsel herausnehmen und in die eigenen Kurse integrieren. Und ich denke, das ist mein erster Prototyp, wie wir zwar mit etwas technischen Barrieren noch, dass man ein bisschen im HTML-Modus rumschrauben muss, aber dass wir viele dieser Details herausnehmen und eben auch uns voll integriert in die Moodle-Plattform arbeiten können. Ja, und dadurch ist dieser ganze Einführungsteil durch diese Templates wird wesentlich übersichtlicher, entschlackter und wir müssen selber zu Zielen nicht zusätzlich kommen. Ja, und damit bin ich am Ende meiner Präsentation und ich freue mich auf eure Rückmeldung. So, ich mache mal die Mikrofone auf, wenn es Fragen gibt.
Christian, ich hätte eine Frage bzw. eine Bemerkung zu der Arbeitsbelastung während dem Lockdown. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das nur eine Bestandesaufnahme in der zweiten Umfrageschlaufe. Das heißt, da habt ihr keinen Vergleich, was vorher nachher ist, oder? Das wäre noch spannend zu sehen, oder wie die Arbeitsbelastung generell empfunden wird, oder vor dem Lockdown oder vor dem Online-Learning und danach. Das wäre noch interessant. Genau, aber eben, wir haben aus der Erstbefragung kam diese digitale Ermüdung, kam als Thema hoch und das war eigentlich aus unserem ersten Designschritt, haben wir nicht damit gerechnet, dass das so groß, eine so große Bedeutung hat. Und ich denke, oh ja, klar, das ist ein Anfang. Wir haben jetzt hier mit, was sind das, knapp 3 Wochen Arbeit, die wir hier hineingesteckt haben, haben wir mal losgelegt. Aber ich glaube, wir haben viele interessante Elemente entdeckt, wo es sich durchaus lohnt, nochmal tiefer zu gehen, breiter zu gehen und auch mehr Kolleginnen und Kollegen, vielleicht die Leute, die hier sind, auch nochmal einzubinden in den Prozess und dort weiter zu diskutieren. Wie können wir quasi unsere digitalisierte Lehre noch weiter verbessern? Christian, Mario, ich habe eine Frage, weil das Thema der digitalen Erschöpfung, aber gerade jetzt momentan emotionale Erschöpfung bei den Kollegen, bei den Studierenden, macht mich selber auch zu schaffen, auch für das Departement. Und ich habe mich gefragt, weißt du das, ob die Nachfrage im Departement P sich vergrößert hat. Also weißt du, wir haben so diese psychologische Hilfe für alle. Also die Dozenten und die Studierenden können sich dort an diese Stelle wenden. Weißt du, ob da mehr Nachfrage ist und was die Fragen sind, oder? Nein, das haben wir nicht nachgefragt. Also wir haben uns wirklich nur auf unseren Designprozess konzentriert. Ja, und wir haben uns gefragt, okay, gibt es vielleicht Elemente, die wir bei Tools integrieren können, um einer digitalen Ermüdung entgegenzuwirken? Zum Beispiel, dass die Tools mehr Spaß machen. Ja? Aber wir wissen jetzt nicht, wie es bei der psychologischen Beratung, ob dort Anfragen, mehr Anfragen, qualitativ andere Anfragen gekommen sind. Das können wir nicht wissen, können wir nicht sagen. Okay, danke. Da kann ich dort selber nachfragen. Ich habe gedacht, ich melde mich sowieso bei Departement P. Das wäre interessant. Ich glaube, das, was auch sehr hilfreich ist, ist alles, was ihr macht, oder? Einfach so wie das Wissen teilen und zusammen an Probleme erarbeiten, dass die Kollegen nicht alleine sind, oder? Ich glaube, das ist sehr, sehr gut im Departement. Auch sicher hilfreich. Danke. Ja, also eben die Zusammenarbeit, das war bei der zweiten Runde tatsächlich etwas, was über beide Departemente in den qualitativen Rückmeldungen sehr positiv gewertet wurde. Christian, kannst du vielleicht noch etwas zum Ausblick sagen? Also macht ihr hier weiter? Geht dieses Projekt in die nächste Runde mit dem dritten Lockdown oder wie sieht das aus? Also unser Projekt ist offiziell am 1.1., 31.12. war es zu Ende. Das liegt an den internen Geldern, die sind ja immer auf Silvester terminiert. Und was wir allerdings sehen, ist, dass so, wo ist es? Hier, dass solche Sammlungen von Templates, dass wir das weiterführen. Und wir verbessern ja unsere Online-Kurse vorne zu. Und Daniel und ich haben beschlossen, dass wir entsprechend diese Open-Source-Repositories auch weiter für uns pflegen werden. Und wenn von euch, Kolleginnen und Kollegen, jemand Interesse hat, dort vielleicht ein Element zu verbessern oder eine Anfrage hat, ob man, wie man das eine oder andere lösen kann, dann unterstützen wir euch gerne. Aber wir haben keinen strukturellen Aufhänger, um dort jetzt konkret weiterzuarbeiten. Zumal unser schöner Moodle, das Projekt liegt im Moment auf Eis, das E-Assessment-Projekt liegt im Moment auf Eis. Von daher müssen wir, also das sind die ZHW-weiten Projekte, deshalb müssen wir uns dort gedulden, wie es auf institutioneller Ebene weitergeht.
Aber es wäre spannend, also ihr habt euch jetzt hier auf die Lehrmittel konzentriert mit den Templates und ihr habt ja noch zwei weitere Punkte daraus gepickt für Prototypen, wenn man da einen Weg finden würde, das weiterzuführen. Das fände ich sehr, sehr wertvoll, dass wir da Das mal schauen. Ja. denke ich auch, weil diese beiden Canvases aus den, ups, aus den, wo ist es, hier ist es, das und das, die haben natürlich sehr viel mehr qualitative Informationen und da steckt ein Stück mehr noch dahinter, was wir ausgewertet haben. Und ich denke, das kann so Prozesse im Departement noch befruchten, wenn es um Digitalisierung geht, wie können wir die Sachen verbessern, aber auch Diskussionen über Departementsgrenzen hinweg. Stichwort schöner Moodle, E-Assessment-Initiative und so weiter, dass wir solche Inputs auch dann entsprechend weiter skalieren können. Weil das sind sehr wertvolle Inhalte, die wir hier haben. Ja, bei der zeitlichen Belastung von außen und von innen, also was ist der eigene Anspruch und der Innenanspruch, das ist hier im Chat kam das gerade von Michaela. Und das haben wir nicht weiter nachgefragt. Ich glaube, wir stehen immer in diesem Spannungsfeld zwischen persönlichen Anspruch und äußerer Belastung. Allerdings, wenn wir konsistent eine hohe Belastung sehen über die verschiedenen Kollegen hinweg, kann man davon ausgehen, dass es nicht nur unsere Leute mit besonders hohen Selbstansprüchen sind, sondern dass es da auch eine systemische Komponente gibt. Das haben wir nicht weiter differenziert, weil wir eben, wie gesagt, bei uns auch tatsächlich mehr in Richtung Designprozess, in Richtung Prototypentwicklung unterwegs waren und diese Arbeitsbelastung wirklich dahin geht, okay, ist das eine Einmalmeldung oder ist es ein struktureller Effekt, den wir dort sehen? Eben, digitale Ermüdung. Andreas Schönborn fragt, was haben die Dozierenden mit digitaler Ermüdung genau gemeint? Es kam so das Stichwort digitale Ermüdung, zu viel Videokonferenzen, zu viel Online-Tools. Und das kam so als Stichwort. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir kondensieren im Prinzip dieses komplexe Konzept der Arbeitsermüdung, des Burnouts aus der Arbeitspsychologie auf im Prinzip diese zwei Faktoren, Arbeitsbelastung und Erschöpfung. Und sagen, okay, wie stark empfindest du diese zwei Faktoren für dich selber? Das ist alles selbstreportet. Und wir können dann natürlich nicht sagen, okay, gibt es dort individuelle Wahrnehmungsunterschiede oder was meinen Sie konkret damit? Das können wir auf der Ebene hier nicht machen. Das hätte uns für den Designprozess wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel gebracht, weil wir natürlich hier uns dann auch angucken, okay, wie können wir in so einem Value Proposition Modell uns auch angucken, wie können wir Lösungen für etwas generieren? Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, diese digitale Erschöpfung. Abgesehen davon, dass man sagt, okay, wir wirken dem entgegen, dass wir attraktivere und lustigere Tools haben. Ja, was macht man da? Ja? Das ist ein komplexeres Problem. Gut, wir sind am Ende der Zeit. Vielleicht noch Lieber, eine kurze Frage. nur ganz herzlichen Dank, dass du dich die Zeit genommen hast und das Engagement für den Tag der Lehre jetzt online zu legen. Und du hast es richtig gemacht, die kleine Häppchen gepackt. Den ganzen Tag wäre happy gewesen online. Herzlichen Dank, dass du das für uns organisiert hast. Vielen Dank. Gerne, Marcel. Also, ich beende jetzt die Aufzeichnung und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen zum Vortrag von Markus Specht auch erscheinen würdet.